es geht im Hörnschutz nicht darum, einen schönen, farbenfrohen, geraden Zaun zu bauen. Ich muss den Zaun der Topografie des Zylinders anpassen. Hat der Wolf vielleicht Chancen, von außen reinzuspringen? Sowas alles muss ich beim Aufstellen eines Hörnschutzzaunes beachten. Die Höhe ist für mich nicht entscheidend, sondern wirklich, dass er wirklich gut bestromt ist. Deswegen habe ich dieses System ausgesucht. Ich kriege auf diese einzelnen Litzen wesentlich mehr Strom und mehr Spannung wie auf dem Netz. Der gut aufgestellte und gut bestromte Zaun sind für mich 80% des Herdenschutzes. Mit Herdenschutzhunden kann man noch mal so ein i-Tüpfelchen drauflegen. Gehe ich davon aus, sind 15%. Um die Leitfähigkeit des Zaunes so optimal wie möglich zu machen, ist, dass wir die Zauntrasse freimähen, freimulchen. Dass eben so wenig wie möglich Widerstand durch Bewuchs unten am Zaun vorhanden ist. Der zweite Schritt ist, dass man sich eine Stelle sucht, wo optimale Erdung möglich ist. Also Senken, Tümpellöcher, Gräben, Pfützen oder in der Nähe von Bäumen, also im Wald oder am Wald. Dann sucht man sich die Ecke, wo das Tor reinkommt, stellt die Eckpfähle und fängt dann an, die Zaunschenkel auszubauen. Dabei ist eben wirklich darauf zu achten, dass man Dellen, Hügel, eventuelle Baumstümpfe und sowas, dass man das eben wirklich akribisch auskoffert, dass man dem Wolf eben wirklich kein Schlupfloch bietet. Unten machen wir ein Stahlseil. Der soll den Wolf zurückhalten. Der wird 20 cm über den Erdboden, also dass der Wolf quasi wirklich den Kopf reinsteckt und mit der Schulter oder schon mit seinem Fang hier dran hängen bleibt. Dann kommen die Monolitzen und oben als Sichtabschluss quasi so ein Flatterband. Die Grundlage sind diese 20 cm, dass der Wolf nicht hindurch steigen kann, sondern dass er sich durch diese Litzenabstände zwängen muss und hierdurch von oben, von unten Stromschläge erhält. Wenn der Eckpfeiler steht, baue ich mein Abwickelsystem auf, stecke die Spulen nach Reihenfolge, wie ich die Drähte ziehen möchte an meinen Zaun, stecke ich sie auf den Wickler. Ich fange unten an mit dem Stahl und dann diese einzelnen Monolitzen und zum Schluss oben das Flatterband und hänge die einzelnen Drähte in den Eckpfahl und dann geht's los. Dann fahre ich mit dem Fahrzeug ein paar hundert Meter vorwärts und laufe zurück mit Litzenpfeilern und fädele die einzelnen Litzen auf diese Pfeiler. Als Maß ist da so erprobt 7-8 Meter. Alle 7-8 Meter stecke ich dann einen Litzenpfahl in die Erde. Wenn ich den Zaun ringsrum gestellt, gespannt und ausgebaut habe, dann laufe ich den Zaun nochmal ab, um Eventualitäten, die durchs Spannen gekommen sind, Fahrspuren oder Rillen oder kleine Wassergräben oder sowas, Rinnsale, die durchs Spannen sich noch aufgetan haben, wo man das eben noch deutlicher sieht, die baue ich noch aus. Wenn der Zaun steht, kommt der wichtigste Schritt, die Bestromung der Anlage. Als erstes prüfe ich mit dem Voltmeter, ob meine Batterie im guten Ladezustand ist. Also sie muss über 12 Volt haben, sonst brauche ich sie nicht anzubauen. Hier habe ich mir eine Brücke gebaut, wo ich quasi mit einem dicken Kabel top isoliert jedes einzelne Kabel unter Strom setzen kann.
Wenn die Erdung nicht funktioniert, funktioniert auch mein Strom nicht auf dem Zaun. Dann schlage ich die Erdungsfälle ein mit 2 Meter Abstand und schließe die Batterie ans Weidirät an und die Erdung. Und dann gucke ich, ob der Zaun genügend Spannung hat und ob die Erdung spannungsfrei ist. Um die Erdung zu messen, ob da Spannung drauf ist, ist es wichtig, dass man einen Widerstand im Zaun herstellt. Hierfür stelle ich 2 oder 3 Eisenpfeiler in den Zaun. Der simuliert den Kontakt eines Tieres. In diesem Moment kann ich meine Spannung an der Erdung messen. Die Spannung muss unter 500 Volt liegen, sonst ist der Zaun nicht betriebsbereit. Hier ist es schon 0,5. Wenn die höher ist, kann man durch Einschlagen der Erdungsfäder oder Begießen mit Wasser die Erdung begünstigen. Ich habe die jetzt alle ungefähr 30 cm reingeschlagen. Probe 0,0, besser jetzt nicht. Der letzte Schritt nun ist, dass wir den Zaun messen, ob genügend Spannung vorhanden ist. Moderne Geräte zeigen schon die Zaunspannung auf dem Display an. Also da sind jetzt 12 kV drauf. Aber gemessen wird nicht, das ist jetzt hier keine Kunst, direkt neben der Batterie oder neben dem Schlaggerät zu messen. Wir messen an der weitesten, entferntesten Stelle am Zaun. Da gehen wir jetzt hin. Als zweite Variante geht, dass wir den Zaun an der Strommessstelle aufmachen, also quasi wenn da das Tor ist, die Einfahrt, dann hängen wir hier die Drähte aus oder machen da das Netz auf und habe quasi entgegengesetzt vom Stromgerät dort die am weitesten entfernteste Stelle und da kann man auch messen. Also man muss dann nicht weit laufen. 10,3. Jetzt hänge ich die Drähte quasi wieder in ihre Isolatoren. Zaun steht. Wir haben jetzt die Schafe auf die neue Koppel gelassen und bauen jetzt quasi die alte Koppel zurück. Es ist wichtig, dass man die zurückbaut. Wenn ich es jetzt nicht schaffen würde, müsste ich die Koppel unter Strom lassen, dass der Wolf sich hier nicht an einer verlassenen Koppel ohne Strom trainieren kann. Also wir bauen sie aber jetzt zurück. Also wir haben hier bei dem Zaunsystem den Vorteil, dass wir beim Aufbauen bis zu 6 Litzen mit einmal ziehen können und jetzt hier eben beim Abbauen auch 6 Litzen zeitgleich zusammenwickeln können. Also nicht mit Hand aufspulen oder sowas, sondern es macht alles die Maschine. Ich habe mich für dieses System entschieden, weil es für mich zeitsparend ist. Ich kann gleichzeitig 6 Litzen mit einem Arbeitsgang einarbeiten und auch wieder abbauen. Der zweite Vorteil dieses Systems ist, ich habe dadurch, dass ich die Drähte einzeln bestromen kann, die Möglichkeit viel höhere Spannung, weil die Drähte verlaufen einmal als Runde und wenn wirklich mal ein Draht gerissen ist, stehen die anderen auch noch unter Strom. Wenn wirklich der junge Wolf kommt und gerät an solchen bestromten Zaunen, denke ich, hat er seine Lektion gelernt.